Florian. Und deshalb hätten wir heute die Demonstration gehabt. Ich hatte jetzt zwei wichtige Telefonanrufe und einen sehr wichtigen. Zuerst habe ich mit der Schwester von Florian telefoniert und die hat den Wunsch geäußert von der Familie, dass wir keine Demonstration mehr machen, weil es würde ja eben so sein. Und dann habe ich mit Jürgen telefoniert, der mir eine sehr wichtige Information zukommen hat lassen, einen politischen Grund, warum wir die Demonstration nicht machen sollten. Und ich muss sagen, das ist sehr einleuchtend. Ich kann das jetzt öffentlich nicht sagen, möchte ich aber ausdrücklich sagen, es ist kein juristischer Grund, weil juristisch darf es ja keinen Unterschied machen, ob wir demonstrieren oder nicht. Die Rechtslage muss gleich sein und der Richter darf sich von politischen Demonstrationen nicht beeinflussen lassen, weder dafür noch dagegen. Also möchte ich explizit betonen, es ist jetzt kein juristischer Grund, sondern ein politischer, wo es um Entscheidungen geht. Und ich habe dann darüber nachgedacht, habe mir Bedenkzeit ausgebeten. Zwar von Anfang an war das ein einleuchtender Grund, aber natürlich habe ich noch ausführlich darüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, die Demo morgen abzusagen. Vor der Verhandlung, also die Gerichtsverhandlung, findet natürlich normal statt und jeder kann privat hingehen, der möchte. Aber explizit mache ich keinen Aufruf, weil ich eben keine Demonstration mache, die werde ich dann absagen. Und heute machen wir es auch ein bisschen moderater. Also die Versammlung findet natürlich statt, so wie wir jeden Tag eine Versammlung haben, aber eben nicht das Hauptthema Florian, sondern werden es ein bisschen moderater angehen lassen. Thema ist heute Gewaltentrennung. Die drei Gewalten kennen wir ja, Politik, Justiz und Polizei. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass es diese Gewaltentrennung auch gibt. Als ich in der Schule war, haben wir das gelernt und es war langweilig, Schwachsinn, sage ich mal, auswendig zu lernen für den Test, aber das habe ich halt gemacht. Heute als Erwachsene verstehe ich, warum das so wichtig ist und warum das jeder wissen sollte. Und ich glaube, dass wir diese Gewaltentrennung nicht mehr in Österreich haben, obwohl sie da sein sollte. Wir haben die Parteibuchwirtschaft, wir haben viele Effekte, die da einfließen, wo diese Instanzen eben ineinander überfließen, was meiner Meinung nach nicht sein dürfte. Und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, das auch indirekt mit Gerichtsprozessen zu tun hat, aber ich möchte den Fokus nicht auf die Verhandlungen von Florian legen, sondern allgemeiner und deshalb Gewaltentrennung, weil das uns ja alle betrifft. Wir hatten da ja auch schon einen Polizisten, der bei einer Partei ist, oder wir hatten vielleicht einen Bürgermeister, der befreundet oder verheiratet mit einer Richterin ist oder ähnliches. Also das gibt es ja. Und das sind halt natürlich private Angelegenheiten und das darf natürlich sein, aber man muss halt aufpassen, dass die Gewaltentrennung dann trotzdem da ist und dass man sich nicht von einer anderen Instanz beeinflussen lässt, weil das eine Machtfrage ist. Und die drei Instanzen sind ja da, um sich gegenseitig zu kontrollieren. Das ist ja an und für sich eine gute und wichtige Sache. Man muss mal schauen, dass es in der Praxis auch dann tatsächlich so funktioniert und dass jetzt ein Beispiel ist. Dass nicht ein Richter sagt, ja, ich bin aber Mitglied bei der Partei sowieso und deshalb will ich diesen Angeklagten schuldig sprechen oder freisprechen, weil deshalb ein Freund der Wirtschaft von mir ist. Das darf eben nicht passieren. Dafür ist die Gewaltentrennung da, dass sich die Gegenseite kontrollieren. Die Politik kontrolliert leider gar nichts, obwohl sie sollte. Und dafür sind wir da als freie politische Opposition, unfraktioniert, ohne eine Partei. Und wir kontrollieren sowohl die Polizei als auch die Justiz, als auch die Politik selbst. Das ist unsere Aufgabe, Kontrollinstanz. Wir wollen auch gute Vorschläge machen. Und heute ist eben das Thema, das wir haben, die Gewaltentrennung. Die Maskenpflicht, also organisatorisch noch kurz, die Maskenpflicht ist ja gefallen, da brauche ich nichts dazu sagen. Das Vermummungsverbot gilt nach wie vor laut Gesetz, Versammlungsgesetz, § 9. Das kennt ihr eh schon alle. Ich möchte weiterhin darauf hinweisen, wenn wir in die Landstraße gehen, sind die Oberleitungen bei Fahnen und anderen Objekten, bitte aufpassen, mindestens ein Meter Sicherheitsabstand. Gut, das war's von meiner Seite.